Tag. Herzlich willkommen zu einem Pressestatement von Bundeskanzler Karl Nehammer und dem spanischen Ministerpräsidenten Sanchez. Der Bundeskanzler ist am Wort. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sehr geehrter Ministerpräsident, lieber Pedro, herzlich willkommen in Österreich. Spanien übernimmt den Ratsvorsitz und Spanien übernimmt dann den Ratsvorsitz in einer Zeit, die mehr als schwierig und herausfordernd ist. Wir haben Krieg in Europa, wir haben alle das gleiche Problem in der Europäischen Union, wenn es um die Frage der Teuerung geht, der Inflation, der Energiekrise. Und wir haben ein großes Thema mit dem Thema irregulärer Migration. Spanien ist ein wichtiger Partner für Österreich, gerade auch innerhalb der Europäischen Union, wenn es darum geht, erstens seine Expertise zur Verfügung zu stellen. Auch Spanien ist betroffen als Außengrenzland von irregulärer Migration, wie man Möglichkeiten findet, einerseits die Außengrenzen tatsächlich zu sichern. Spanien, Italien sind Länder, die auch da unsere Unterstützung brauchen, genauso wie eben jetzt auch das zuletzt besprochene Bulgarien oder auch Rumänien. Und gleichzeitig sind der Premierminister und ich der gleichen Überzeugung, dass es wichtig ist, dass wenn man auf der einen Seite Grenzen sichert, auf der anderen Seite es wichtig ist, mit Herkunftsländern, mit sicheren Drittstaaten Übereinkommen zu treffen, wo es möglich ist, diese Staaten zu stabilisieren, die, die dorthin kommen, dementsprechend zu versorgen und auch Perspektiven zu geben. Wir sind übereingekommen, dass wir uns in dieser Frage weiter austauschen werden. Österreich wird Spanien beim Ratsvorsitz so gut als möglich unterstützen. Und dort, wo Spanien Österreich unterstützt, und das ist ein Herzensanliegen österreichischer Politik, aber es ist eben genauso eins der spanischen Politik, und ich habe heute erfahren in unserem Gespräch, dass es sogar einen persönlichen Bezug gibt, weil der Ministerpräsident selbst auch in Bosnien-Herzegowina für die Vereinten Nationen gearbeitet hat, der Westbalkan. Der Westbalkan ist uns besonders wichtig, er braucht Perspektive, er braucht Begleitung. Es gibt viele Probleme, die noch zu lösen sind, aber die werden nicht von selbst gelöst, sondern nur im partnerschaftlichen Miteinander. Spanien hat Österreich sehr unterstützt, als es darum ging, dass der Kandidatenstatus auch für Bosnien-Herzegowina möglich wird, nachdem er der Ukraine und auch Moldau gegeben worden ist und eine Perspektive Georgien. Das zeigt, dass wir sehr vertrauensvoll miteinander arbeiten. Ich bin froh, Spanien an unserer Seite zu wissen. Pedro, ich freue mich, dass du da bist. Nochmal ein herzliches Willkommen. Danke, Herr Bundeskanzler. Herr Ministerpräsident, bitte. Muchísimas gracias, Kanzler. Ganz herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler. Danke auch an die Pressevertreter und Vertreterinnen hier. Ich möchte ebenfalls damit beginnen, dass ich die außergewöhnliche Zusammenarbeit schätze, die wir hier auf europäischer Ebene bezüglich Ratsvorsitz, aber auch auf persönlicher Ebene haben, auch was die Vertrauensbasis betrifft. Karl, also hier jetzt in Wien zu sein, in dieser wunderbaren Stadt, um dieses Treffen mit dir abzuhalten und mit diesem Wunsch zuzuhören, auch zu sehen, welches die Hauptprioritäten unseres Ratsvorsitzes im zweiten Halbjahr sein wird, ist ganz wichtig. Und das in Österreich zu machen, hier in Wien zu machen mit dir, Karl, also das ist wirklich zweifelsohne eine große Ehre für mich. Du weißt sehr wohl, die österreichische Gesellschaft weiß sehr wohl, dass Spanien über allem ein europäisches und europäistisches Land ist, wenn ich das so sagen darf. Wir vertreten mit Stärke und beständig, auch mit Optimismus, Karl, wie ich das vorher gesagt habe, unser europäisches Projekt, das nach wie vor hundertprozentig gültig ist. Wir haben in den letzten Jahren dramatische Situationen gehabt, wie die Pandemie und jetzt leider Gottes einen Krieg in Europa. Das ist so. Wir sind nach wie vor in diesen Situationen. Und das Wichtigste ist wohl zweifelsohne unsere Unterstützung hier zu wiederholen, ohne irgendwelche Brüche für die Ukraine, für ihre Freiheit und für ihre territoriale Unversehrtheit. Aber das wird wohl ein wichtiges Thema sein, keine Frage. Ist es aber auch deshalb, weil jetzt eine
weitere Phase vor uns steht, nämlich Ende des Mandats der Europäischen Union, Parlamentswahlen auf europäischer Ebene. Und deshalb müssen wir ganz besonders proaktiv und ehrgeizig sein, wenn es darum geht, dass einige der offenen Rechtsdossiers weitergeführt werden und damit auch die ausgezeichnete Arbeit des schwedischen Vorsitzes weiter unterstützen. Der Bundeskanzler war klar, er hat darauf hingezeigt, dass viel Zusammenarbeit hier geleistet werden kann. Wir haben den Green Deal, wir haben den Übergang, den Aufbau in Richtung Umweltschutz, Klimaschutz. Das sind Arbeiten, die wir weiterführen müssen, zum Beispiel Klimaschutzpaket Fit for 55. Und all das bedeutet, dass wir auch den Energiemarkt entsprechend überarbeiten. Erstens, erschwingliche Preise für Haushalte und Unternehmen zu bekommen. Das haben wir beide heute ganz persönlich besprochen. Wir sehen, dass die Preise in Europa, die Energiepreise drastisch ansteigen in Verbindung mit den Ereignissen. Zweitens sind wir als Länder damit beschäftigt, den Klimaschutz entsprechend zu vertreten und müssen dadurch die Treibhausemissionen senken. Das heißt also, dass wir unsere strategische Autonomie weiter stärken müssen. Wenn wir etwas von diesem fürchterlichen Krieg von Putin in der Ukraine gelernt haben, dann ist es genau das, die Notwendigkeit, unsere strategische Autonomie zu erhöhen und zu verstärken. Diese offene strategische Autonomie, keine protektionistische, wird eine ganz wesentliche Priorität während des spanischen Ratsvorsitzes sein. Ich denke, wir müssen die gelernten Lektionen, nicht nur was den Krieg, sondern auch die Pandemie betrifft, verinnerlichen. Wir müssen als Regierungen feststellen, dass wir Zeiten hatten, wo wir bestimmte Dinge unserer Bevölkerung nicht garantieren konnten. Ich denke hier nur an Masken, an Beatmungsgeräte und so weiter. Wir haben also von der Pandemie gelernt. Wir lernen jetzt vom Krieg, dass wir Europa reindustrialisieren müssen, dass wir hier einen ökologischen Wandel, aber auch einen wirtschaftlichen Wandel bekommen. Zweiter Punkt, den wir beide hier heute besprochen haben, ist folgender. Wie können wir noch mehr Freunde als Europäische Union außerhalb Europas gewinnen? Wie können wir unsere Zusammenarbeit mit anderen Partnern und Verbündeten vertiefen, die uns mit Interesse verfolgen und die auch diese Bande vertiefen möchten? Deshalb danke ich ganz herzlich für dieses Treffen hier mit dir heute, Bundeskanzler, damit wir auch Themen wie Lateinamerika und Bande mit Lateinamerika ansprechen, denn seit 2015 ist das ein weiteres Betätigungsfeld, wo wir uns beide einbringen können. Die europäische politische Gemeinschaft, die entsprechend dann auch Moldawien betreffen wird. Das ist ein weiterer Punkt. Und dann Süderweiterung. Und noch etwas, was Karl hier erwähnt hat, eine Art positive Agenda mit diesen Ländern im Hinblick auf wirtschaftliche, unternehmerische Entwicklung ins Leben zu rufen. Das würde dann auch die irregulären Einreisen stoppen können bzw. eindämmen können. Nun, wie Sie sehen, es gibt viel, viel Arbeit zu tun. Vor uns im Bereich Migration werden wir versuchen, den entsprechenden Zeitplan zu einem gemeinsamen Asyl- und Migrationspakt zu erzielen vor Mai 2024, also noch vor Ende der derzeitigen Legislatur. Und Spanien dankt zum einen für die Position der österreichischen Regierung, wo wir in vielen Dingen gemeinsame Standpunkte vertreten, manchmal vielleicht auch nicht, aber die Arbeit ist da, die Zusammenarbeit ist da. Und vor allem hat die österreichische Regierung diese konstruktive Haltung, die notwendig ist, um vorwärts zu kommen, von allen Regierungen übrigens. Denn nur so kommen wir zu unseren Gesellschaften und können hier Fortschritte erzielen. Das ist auch unser Vorsatz. Wir wollen Fortschritte erzielen, dafür arbeiten wir. Wir wollen Lösungen suchen, die die einzelnen Positionen und auch die Sorgen der Mitgliedstaaten in Betracht ziehen. Ich weiß, dass Österreich immer ein Verbündeter von uns sein wird, um auf Grundlage des Konsenses, der Zusammenarbeit hier mitzuwirken. Und die Haltung des Herrn Bundeskanzlers ist immer konstruktiv. Spanien hat in seiner Annäherung an den Westbalkan die gleiche Position vertreten, wie als wir damals auch die Debatte über andere Erweiterungen mitgestaltet haben. Das heißt, wenn es Schritte hin zu einer Erweiterung, einer Osterweiterung geht, müssen wir parallel das auch entsprechend im Westbalkan betreiben. Westbalkan,
Der Westbalkan ist Teil Europas, wesentliche Stütze für die Solidität. Und in dem Sinn herzlichen Dank an Österreich, an den Herrn Bundeskanzler für seinen Einsatz in diesem Sinne. Wir stehen an Ihrer Seite. Wir haben das als Regierung gezeigt bei Bosnien und Herzegowina. Das heißt also, lieber Karl, lieber Herr Bundeskanzler, ganz herzlichen Dank für die Gastfreundschaft und dafür, dass ich hier in Wien sein darf. Dankeschön. Danke für die Ausführungen. Ich bedanke mich bei allen Medienvertretern und Medienvertreterinnen, dass Sie heute dabei waren. Schönen Tag.